Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Swedish Mom hier, Lena ist mein Name. Ja, wenn ihr neu dazu gekommen seid, ich mache Videos über Ü40 Themen und Anti-Aging, Hautpflege, Mode und Beauty. Also abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr weitere Themen nicht verpasst. Heute mache ich ein Review, kann man sagen, von dieser Hautcreme, Anti-Age Creme von Beyer & Cerner, wenn ich es jetzt einmal scharf stellen würde. Ja, und ich habe ja schon einmal ein Video hier über diese Firma gemacht, das kann ich hier unten verlinken. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dieser Firma oder von dem Konzept. Das sind wirklich hochwirksame oder hochkonzentrierte Wirkstoffe drin in dieser Creme, was es wirklich sehr, sehr besonders macht. Und zwar wird das hier aufgelistet, ich habe so ein kleines Heftchen bekommen, war dabei. Und erstmal auf der ersten Seite ist praktisch der Gründer auf dem Foto und es kann ja kein Mensch glauben, dass er um die 70 ist. Er hat natürlich selber die Creme immer verwendet. Und ja, was ist alles drin? Und zwar Phospholipide und dann alle möglichen Vitamine. Vitamin C, E, A. Q10 ist, glaube ich, auch ein Vitamin. Ja, weiß man ja, dass es wirklich gut ist in der Anti-Aging-Pflege. Dann ist Panthenol drin, Resveratrol. Und das ist ja, soweit ich weiß, dieser Stoff, was in Traubenkernöl drin ist. Und das ist natürlich auch wirklich super. Dann haben wir Hyaluronsäure, ist ja fast immer drin, muss man wirklich sagen, das ist ja auch wirklich eine tolle Sache. Folsäure, Biotin, Zink und Ceramide. Und das weiß ich nicht, ob man das in der Drogerie finden kann. Ich wüsste nicht, dass es irgendein Drogerieprodukt mit Ceramiden drin ist, gibt. Also wenn ja, bitte Bescheid sagen. Ja, ganz tolle Wirkstoffe drin. Was ganz ungewöhnlich ist, ist, dass der Basisstoff, also im Grunde der Emulgator, soweit ich verstanden habe, heißt PC. Und das ist wohl wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, aber im Grunde das Allerbeste, weil es irgendwie hauteigen ist. Ja, das ist im Grunde etwas, was, woraus die Haut sowieso besteht. Und von daher ist es auch wirklich total optimal, wenn eine Creme wirklich hauptsächlich daraus besteht. So, die Creme soll einfach die Haut stärker machen und das Hautbild feiner machen und einfach die Hauterneuerung anregen. Und die teilen das praktisch in drei Phasen auf, das steht hier auch im Heft. Und zwar Phase 1, das ist dann einfach Schutz und Feuchtigkeit. Das ist ja das, was man immer möchte mit einer Creme. Das ist ganz klar, praktisch die generelle Pflege. Dann Phase 2, Tiefenwirkung. Ja, das ist dann Woche 1 bis 2. Dann merkt man schon, dass die Haut einfach ausgeglichener wird. Und dann Phase 3, die Haut ist dann in Balance und das ist dann Woche 3 bis 4. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Heft nicht durchgelesen. Ich habe einfach nur angefangen, diese Creme zu verwenden und ich hatte jetzt die letzten 4 Wochen echt viel zu tun, viel um die Ohren. Und dachte, ohne irgendeine Hautanalyse zu machen, einfach nur, ja, ich habe die Creme immer täglich aufgetragen, ohne groß darüber nachzudenken. Und wie gesagt, 4 Wochen lang jetzt. Und jetzt dachte ich so vor diesem Video, dass ich dann doch die Haut so ein bisschen analysiere oder mir die Haut anschaue. Und ich muss wirklich dabei sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Haut auf jeden Fall feinporiger wirkt. Das ist schon so ein Problem bei mir immer gewesen. Und ja, wenn man halt recherchiert, dann heißt das oft irgendwie, ja, man kann nichts machen, wenn man große Poren hat. Nein, natürlich, die Poren sind da und wir brauchen die Poren. Und wenn sie einmal vergrößert sind, dann können sie nicht wirklich minimal klein werden. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, dass man generell das Gefühl hat, dass es alles ein bisschen feinporiger ist, also das kann ich echt bestätigen. Jetzt nach 4 Wochen, muss ich wirklich sagen. Von daher, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe mir, wie gesagt, wenig Gedanken drum gemacht, sondern einfach nur aufgetragen, routinenmäßig. Und ja, ich muss wirklich sagen, dass es, ja, ich bin zufrieden. Das war ein Review von Beyer & Cerner. Ich finde einfach, dass die Firma ein tolles Konzept haben und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass man so auch etwas kleinere Firmen oder etwas unbekanntere Marken einfach so,
ja, fördern kann oder halt aufmerksam darauf machen. Das Produkt hat schon einen stolzen Preis, aber es lohnt sich, kann man wirklich nur sagen. Und guckt euch gerne die Homepage an, da sind so viele Informationen, generell einfach über Hautpflege. Man merkt wirklich, dass die Leute Ahnung haben, dass sie wirklich wissen, was sie tun. Und ja, von daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.